Ich frag's dir. Aber sag's niemandem. Nicht mehr Zwerge hier? Nicht mehr Zwerge. Okay. Also ich kenne da eine Frau. Man muss sie wohl weghören, oder was? Die ich sehr liebe. Und wir sind seit ein paar Jahren zusammen. Und ich weiß nicht, wie es gerade um uns steht. Warum weißt du das nicht? Wir haben uns vor ein paar Wochen gestritten. Nichts Neues. Aber irgendwie ist der Streit eskaliert. Warum? Ich glaube, wir waren einfach erschöpft. Denn wir wussten, dass wir gegen Jahrtausend alte Traditionen stritten. Wir haben seit dem letzten Streit nicht wirklich miteinander geredet. Dinge ungeklärt zu lassen ist nicht gut. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, ein Gespräch anzufangen. Warum? Weiß ich selbst nicht. Stolz vielleicht. Oder Erschöpfung. Oder weil ich weiß, dass wir vielleicht nicht die beste Lösung für alle finden können. Ladies, ich habe eine Frage. Schieß los. Was denkst du, fühlt die Frau gerade? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie ist ziemlich wie ich, das ist klar. Zum Glück. Warum? Ja, aber ich würde das nicht beeinträchtigen. Ich bin froh, dass ich freiberuflich arbeite. So kann ich Pause von meiner Arbeit machen, ohne Probleme zu bekommen. Ich bin nicht so professionell wie sie, weißt du? Ich glaube, du irrst dich. Wirklich? Wenn ich sie wäre, würde mir das auch schwerfallen, einfach mit dem Leben weiterzumachen. Aber ich würde eine Fassade aufziehen, um meine Gefühle zu verstecken. Ach, Kinos, komm doch mal. Das ist doch hier nicht, das ist... Wie offensichtlich kann das noch sein? Meine Güte. Habt euch mal. Es hört sich schwer und unangenehm an. Ist es. Aber ein Freund sagte mir mal, du musst tun, was du tun musst. Hört sich wie ein cooler Freund an. Ist er auch. Meine Güte, nehmt euch ein Zimmer, verdammt. Es kommt wieder zusammen. Meine Fresse, man sieht das mal, das sieht doch blinder, dass die zusammen sein wollen. Was passiert jetzt mit uns, Baileys? Ich weiß nicht, Loa. Ich habe diese Woche einige Leute getroffen. Wie dieses Supermodel? Davon weißt du? Die Frau da in der Ecke hat mir davon erzählt. Ja, auch dieses Supermodel. Und wie fühlst du dich dabei? Wie ein Idioten. Was? Er hat viele Dinge gesagt, von denen ich meine Augen verschlossen habe. Viele Tatsachen. Ihr beide ähnelt euch irgendwie. In eure Einstellung. Ihr würdet euch sicher mögen. Das bezweifle ich. Gegensätze ziehen sich an. Schon davon gehört? Sehr oft. Von einem bestimmten Hipster-Elf. Nachdem du den Typ jetzt zugehört hast, was denkst du über? Du weißt schon. Und... Ach komm schon. Ich weiß nicht, Baileys. Was denkst du? Hattest du die Woche eine ähnliche Erfahrung? Hatte ich tatsächlich. Du hast einen Vampir getroffen, nicht einen Werwolf. Aha. Was sind das für Zufälle? Zufälle allerdings. Was hat dein Werwolf gesagt? Nicht viel, um ehrlich zu sein. Aber er hat etwas Wichtiges zum Thema Familie gesagt. Baileys. Ich war sehr stur in der Sache, dass du wolltest, dass ich mich mit meiner Familie versöhne. Und ich weiß auch, dass das dir sehr wichtig ist. Und Freya hat etwas gesagt, was mich sehr getroffen hat. Was war das? Dass ich dich als Ausrede benutze, um mich für meine Familie abzuwenden. Wenn ich das irgendwie machen wollte, für mich selbst. Du kennst mich, Baileys. Das tue ich. Und du weißt, wie unangenehm es ist,
wenn Leute ihre Familie verlassen. Was mich irgendwie zu einem Arsch macht. Ich verstehe, warum du so denkst, nur. Blut, das stinkt ja ins Wasser. Und was werden wir jetzt machen? Herr Babys, lass mich meine Familie verlassen. Ich will versuchen, dass deine Familie mich akzeptiert. Es wird einfacher sein. Und dann verlierst du deine Unsterblichkeit und wärst eine Ausgestoßene unter Elfen. Ausgestoßene unter eine Menge überheblicher Leute hört sich gut an. Du wirst lange leben, aber nicht das Elfenprivileg haben, für immer gesund zu sein und ein gutes Leben zu haben. Das wäre kein gutes Leben ohne dich. Was ist, wenn unsere Beziehung in die Brüche gehen sollte? Dann hättest du alles verloren und du würdest zu mir die Schuld geben. Nur, ich würde dir nie die Schuld für irgendwas geben. Denk mal daran, wie ich früher war. Früher hätte ich mir nie die Schuld gegeben. Ich hätte hunderte Gründe gefunden, warum etwas nicht funktioniert hätte, aber keinen der Gründe wäre ich gewesen. Aber das wird nie wieder passieren. Weißt du warum? Weil ich so viel in den 10 Jahren mit dir gelernt habe. Du hast mich zu einer besseren Person gemacht. Also musst du dir darüber keine Sorgen machen. Und gerade bist du das Wichtigste in meinem Leben. Ich will nicht unsterblich sein. Mein Leben und dich nichts wert wäre. Babys. Ich. Ich glaube dir. Oh. Romantisch. Wie schön. Love of my life. Warum schaut Freddy Schultz? 2 Jahre mit dazu gefunden. Wie schön. Noah. Babys. Das fühlt sich wie ein schlechtes Zauber an. Wirklich? Also, was ist der Plan? Morgen ist Samstag. Wollen wir auf ein Date gehen? Ich werde meine Eltern besuchen. Oh. Wie kommst du denn mit und stellst dich bei den Eltern vor und dann. Ah ja, genau das. Und ich will, dass du mitkommst. Was? Zu kurzfristig? Hast du morgen etwas vor? Naja, nein. Aber ich bin nicht so darauf vorbereitet, sie zu treffen. Du schaffst das. Willst du ihnen nicht Bescheid geben? Das wird schon. Naja. Haben sie dir erlaubt, andere Rassen zu daten? Sie sind nicht begeistert von Elfen, das weiß ich. Aber du kannst ihnen das Gegenteil beweisen. Okay, das wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wäre es. Okay. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Aber wir müssen jetzt nicht daran denken. Oder an andere Sachen. Alles später. Da bin ich ganz bei dir. Also heißt das, dass es dir nichts ausmacht, wenn... Ich hatte meine Zweifel, aber die sind weg. Ich kann dir vertrauen. Ja, danke. Wohnst du noch bei Farron? Ja. Komm zu mir heute Nacht. Huch, was ist mit deiner Mitbewohnerin? Sie ist übers Wochenende weg. Macht ein paar Tage oder bis Sonntagabend. Das Schicksal ist auf unserer Seite. Hey, Zweigi. Ja? Wir gehen dann. Ja, geht mal. Ihr müsst ganz schnell weg. Ja, dringend. Also, ich lasse euch hier nicht mehr bleiben. Ihr werdet hier nicht mehr bedient. Also, ab mit euch, aber sowas von. Wir gehen dann. Vielen Dank für alles diese Woche. Ganz meinerseits. Wir sind dann mal weg. Wir sehen uns. Vielen Dank für euren Besuch. Uha. Das wird eine heiße Nacht. Uha, okay. Er hat sich erholt. Sieht wieder besser aus.
hat die Liebe auf sich übergeschlagen und sie und ihr Heilung gebracht, die Elfenliebe. Das war ja echt hart. Oh, du bist zurück in der realen Welt. Ich tue einfach so, als würde ich nichts bemerken. Die beiden sind irgendwie ein Grund, warum ich meine Romane schreibe. Damit ich weiß, wie ihre Probleme enden. Es ist fürs Schreiben wichtig. Das ist hartherzig. Was? Nein, nicht so. Es ist nur das. Ja, okay, das war hart. Sorry. Du siehst etwas besser aus als vorher. Vorerst. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, bis es vorbei ist. Und ich... Okay, wen haben wir da? Rums, rums, rums. Okay. Mr. Werwolf. Ein Kaffee gefälligst. Wow. Hey, komm schnell rüber. Der Wolf. Ist er das? Ich glaube schon. Willkommen. Ich sehe doch, wer das ist, Leute. Die Klamotte, die er anhat. Ich weiß doch, wer das ist. Bist du verrückt? Du kannst einen Werwolf mit Zorn doch nicht wie normale Kundschaft bedienen. Vertrau mir. Hat seine Gründe, warum er hier ist. Du kannst dich entspannen. Kann ich dir etwas machen, um dich zu entspannen? Okay, ich weiß, wer das ist, aber ich weiß nicht, was sein Berührungstag ist. Es gibt doch nur einer, der das sein kann. Faden sein. Okay, ich kann das nicht öffnen, oder wie? Das kann ich gar nicht öffnen. Was zum Beruhigen? Grüner Tee. Was beruhigt noch davon? Ein bisschen Minze mit rein. Und ein bisschen Honig. Minze, Honig, grüner Tee. Hier ist da eben. Roms. Sehr schön. Okay, da geht er wieder. Verzeihung. Die Genosse hat genossen. Was zur Hölle? War er das wirklich? Ach, sie hat es auch bemerkt. Natürlich. Nach seiner Reaktion auf das Getränk zu schätzen, 100%. Naja, wer auch immer das war. Kaffee hat es überlebt. Glücklicherweise. Aber ich glaube, ich sollte früher schließen. Ich will keine weiteren Turbo probieren. Man sollte das Chaos hier beseitigen. Gute Idee. Schaffst du es allein nach Hause? Schaffe ich. Pass auf dich auf. Du auch. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Das war ja der Wahnsinn. Braunsüß, würzig wie ein riesiger Lebkuchen. Gingerbread Curry. Gingerbread, da musste ich erst googeln dafür. Ist gerade die Weihnachtszeit, deswegen komme ich da nicht drauf. Da gibt es doch sogar ein Lied für. Hier Kevin allein zu Hause, dieses, wo der Soundtrack, wo das besungen wird.
Was dann im Text ist, Feeling Dead, Gingerbread, Feeling, ist dann Gingerbread, natürlich Englisch, Lebkuchen, sich da auf das Ginger ist, und Ginders Lebkuchen ist das, ja, Zimt und Ingwer. Gingerbread. 3. Oktober 2020. Kritik an Wirtstein, Weihrauchstein, mit der ungerechten Darstellung von Werbe von letzter Winter, letzten Kinohits. Okay. Coachella 2020. Die O's und Do's and Don'ts. Okay, Atlantik-Botschafterin in Gesprächen mit Feier wegen illegalen Geflüchteten. Okay, wen haben wir heute hier? Hallo. Ach, du schon wieder. Und du siehst schon wieder scheiße aus. Du musst mal fertig, du musst mal Ruhe haben. Alter, Freya. So wird das nix. Gehst dir noch kaputt. Guten Abend, Freya. Oh, hi. Scheinst nicht zu viel Schlaf bekommen zu haben. So viel wie eine normale Person braucht, weißt du? 6 Stunden. Diese Nacht. Nein, ich habe die ganze Woche insgesamt nur 6 Stunden geschlafen. Das ist ungesund. Ruh dich mal aus, wirklich. Ausruhen kann ich mich, wenn ich fertig bin. Das ist doch Unsinn. Oh, Klappe. Und was wirst du jetzt machen? Jetzt, also jetzt gleich. Jetzt gehe ich erstmal auf die Toilette und frische mich auf. Ich will zumindest nicht wie ein Zombie aussehen. Danach will ich weiterschreiben. Feier. Oh, naja. Du weißt, wo die Toilette ist. Danach gibt's einen Kaffee. Hat sich auf der Toilette geschminkt oder was? Okay, jetzt brauche ich etwas zu trinken. Freya, du hast keinen Job. Gib dein Geld doch nicht für Kaffees aus. Das ist komisch. Das aus deinem Mund. Ich weiß, du bist seit Jahren hier Stammkunde. Wenn du nur die Vibes des Kaffees als Inspiration brauchst, setz dich einfach hin und schreib. Nein, das kann ich nicht machen. Du hast gerade keine Kundschaft. Was soll ich denn machen, wenn du bankrott gehst? Das wird nicht passieren. Wie kannst du dir so sicher sein? Nimm das Glas Wasser und mach dich an die Arbeit. Aber... schau, da kommt jemand. Mach dir um mich keine Sorgen. Okay. Was zum... Rachel, was ist los? Ha, was schon? Dein Vater? Natürlich. Was hat er sich dabei nur gedacht? Backstage schon Coachella zu sein, nur um sich meinen Manager anzulegen. Bevor wir weiterreden, zeig dir einen Kaffee Latte bitte. Komm sofort, Kaffee Latte. Baileys hat neuen Eintrag. Meine liebsten Dinge, Punk. Ich habe schon angefangen, Pumpkin Spice zu hören, als ich noch klein war. So arbeite ich gerade daran, in der Blutlinie zu entkommen und das Leben in all seinen Facetten zu genießen. Irgendwann werde ich meine Ausstellung haben. Bei Gala sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Aber hier sieht doch schon sehr gut aus. Mödel. Wie würde ich mich beschreiben? Game Dev arbeitet zurzeit an der Full Metal Conflict Reihe. Okay.
schneide Henry, der Vater. Kaffee Latte, so das wollte ich nachgucken. Ich habe jetzt Kaffee. Spanish Sahara. Kaffee Latte, wo steht jetzt? Kaffee Milchmensch. Auf geht's. Hier ist noch ein bisschen Arzt drauf, können wir mal wieder versuchen. Oder auch nicht. Versuch mein Bestes. Kann man vielleicht halbwegs das Herz erkennen. Der Kaffee Latte ist fertig. Danke. Wie hat er es geschafft, Backstage zu kommen? Als der Security gesagt, dass er mein Vater ist und mir vorher eine Nachricht geschrieben, dass er mir nur viel Glück wünschen möchte. Dafür habe ich ihn natürlich reingelassen. Er ist immer in mein Vater. Erst war alles okay, dann kam mein Manager und uff. Ich verstehe nicht, warum mein Vater ihn so hasst. Es ist das Showbusiness. Ich bin alt genug, um zu wissen, was gut oder schlecht für mich ist. Was ist denn passiert? Mr. Lester hat der Security befohlen, rauszuschmeißen. Auf dem Festivalgelände durfte er noch sein. Ich konnte ihn im Publikum sehen. Lief das Konzert gut? Oh ja. Abgesehen von dem Streit backstage war alles super. Ich war die Erste, die auf der Mainstage spielen durfte. Möglicherweise ist dann noch nicht viel los. Aber während meines Konzerts waren schon Tausende da. Super. Also musst du jetzt nicht mehr da bleiben. Nicht wirklich. Ich hatte nur ein Konzert. Und die Pressekonferenz danach. Eine Aftershow-Pressekonferenz? Ja, die normale war schon gestern. Heute haben wir nur eine kleinere gehalten. Bestimmt ein Dutzend Medien wollten mich interviewen. Also haben wir eine kleine Pressekonferenz gehalten. Das ist schön für dich. Also bist du zurück im Business? Ich denke schon. Dank Mr. Lester. Ich denke, das ist dank dir. Aber dein Manager hat sich ja auch dazu beigetragen. Und warum bist du hier? Uff. Wegen meinem Vater natürlich. Ich habe ihn gebeten, heute herzukommen. Oh Gott. Wir müssen einige Sachen regeln. Er soll aufhören, sich bei meinem Manager einzumischen. Und weil wir uns nur heute treffen können, bat sich sogar eine Party von Mr. Lester. Was für eine Party? Er schmeißt eine Party für die VIPs und Lüsterin, die er mal managt. In einem Club in Belton. Ist das in Ordnung, dass du ohne Vormund hingehst? Ich bin 18, weißt du noch, bin volljährig. Ja, aber in manchen Clubs kommst du erst mit 21 rein. Da nicht, wenn Mr. Lester mein Manager ist. Es wäre mir nicht sicher. Stimmt, aber... Ja, ich weiß, dass du über seinen Namen reinkämst. Ich verstehe nur nicht, warum er das erlauben würde. Warum? Ich bin ja wahr. Du bist trotzdem noch jung, Rachel. Aber warst du je bei einer Party von Lester? Naja, nein. Du? Nicht persönlich. Ich kenne aber Geschichten. Welche Geschichten? Dass er weiß, wie man eine Party schmeißt. Ist doch gut. Nicht immer. Eine gute Party zu schmeißen beinhaltet oft andere Dinge. Ich weiß nicht, was du meinst. Wirst du herausfinden. Vor allem mit Lester als Manager. Ich persönlich habe kein Problem mit ausufernden Partys. Aber eine junge Person einzuladen, könnte zu weit gehen. Willkommen hoch. Ah.
dass man nicht der Vater ist. Katzen stellt. Miau. Was zur Hölle? Oh nein. Cat! Was? Rachel, ist das Mr. Henry? Ja. Dad, was ist passiert? Zwei, kannst du ihm eine Schale Milch machen? Nur Milch? Nur Milch. Miau. Die arme Katze. Was mit ihm passiert? Der arme Kater. Milch. Hier. Süß. Danke. Dad, halt durch.